Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Wallroth und ich spreche mit Leuten aus dem Wikipedia-Umfeld. Heute ist die 50. Episode, darum wird die Sendung ein wenig anders. Ich mache eine kleine Rückschau auf die letzten 24 Folgen und habe auch mit ein paar Leuten gesprochen. So mein Fazit jetzt nach 50 Episoden ist, dass es mir erstaunlicherweise immer noch Spaß macht. Ja, ich werde also weitermachen. Der Arbeitsaufwand liegt bei 3 Stunden pro Episode. Die Episodenlänge hat sich bei 1 Stunde eingepegelt und dann muss ich halt noch 2 Stunden dran geben, um ein bisschen Technikarbeit reinzumachen und die Kapitelmarken reinzusetzen und die Episoden auch ordentlich zu beschriften. Was mir mehrere Leute gesagt haben, ist, wofür der Podcast gut ist. Zum einen kann ich sagen, dass es gut ist, weil mir die Gespräche Spaß machen. Und wofür es gut ist, ist, dass mir eben mehrere Leute sagten, dass die Vielfalt sie überrascht und auch beeindruckt, indem ich halt mit Leuten in und um und aus der Wikipedia spreche, ergibt sich ein unglaublich vielfältiges Bild, wer da alles mitmacht, wen das alles interessiert. Ein Aspekt ist, dass ich eine erstaunlich gute Frauenquote habe von etwa 30%. Das würde ich gern halten, obwohl das auch viel Arbeit macht. Wenn ihr jemanden kennt, der gerne sich über Wikipedia mit mir unterhalten würde und weiblichen Geschlechts ist, immer her damit. Ich freue mich sehr. Und liebe Frauen, meldet euch auch selber. Habt keine Furcht. Was ihr erzählen wollt, ist super interessant und sehr wichtig. Bitte meldet euch. Ein anderer Punkt, wo mir Hörer helfen könnten, wäre, mir Leute zu empfehlen aus anderssprachigen Wikipedien, die Deutsch können. Ich hatte ja jetzt schon Gäste da aus chinesische Wikipedia, mazedonische Wikipedia, spanische Wikipedia, Paraguay war das. Ja, ich würde gerne noch ein paar mehr Stimmen aus den anderen Sprachversionen hören. Jetzt würde ich durch die Episoden durchgehen. Die 25. war die Episode zum Jubiläum, also folgt dann die 26. Das war mit Sandra Becker, einer Künstlerin aus Berlin, mit der ich über Wikipedia und Kunst und umgekehrt gesprochen habe. Und mit ihr habe ich auch jetzt nochmal ein kleines Gespräch geführt. Hallo Sandra. Hallo Sebastian. Dich hatte ich an der Strippe in der 26. Episode. Wir haben uns über Kunst und Wikipedia und Kunst unterhalten. Und dann sprach ich dich nochmal in der 32. Episode bei der Preisverleihung für Wiki Loves Monuments. Genau. Da warst du in der Jury. Na? Und genau. Ist seither irgendwas Wikipedianisches bei dir passiert? Naja, immer so im Kleinen, sage ich mal. Also jetzt am Samstag war ich wieder am Tempelhofer Ufer. Mhm. Aber bei mir war es jetzt über den Winter so ein bisschen ruhig, weil ich zwischendurch auch immer mal wieder krank war und etwas zurückgezogen gelebt habe. Nee, ansonsten habe ich halt immer mal wieder weitergeschrieben an meinen Sachen. Mhm. Und auch viele Gespräche geführt mit vielen Leuten. Also das war auch sehr spannend. Also mehr so Richtung offene Kultur und was kann das eben auch bedeuten? Wie kann das auch weitergehen? So, weil es gibt ja jetzt immer mehr Bewegungen, auch Sammlungen öffentlich zugänglich zu machen. Also da werden ja auch immer mehr Sachen zum Beispiel über Facebook geteilt. Also dass zum Beispiel die Dadaisten-Sammlung jetzt allgemein zugänglich ist. Und ja, da gibt es halt auch viel Diskussionsbedarf so bei den Künstlern. Mhm. Was sagen die? Das ist unterschiedlich. Also es gibt so die einen, die das ganz toll finden und die sowieso der Meinung sind, Kunst ist so wie Bürgerbewegung, also ist ein Ausdruck der Zivilgesellschaft und ja, Kunst müsste sozusagen, jeder Mensch müsste Kunst machen, so wie Josef Beuys es auch formuliert hat und dann würden sich auch politische Probleme wie von alleine lösen, weil alle automatisch dann respektvoller miteinander umgehen würden. Also das ist so die eine Meinung. Und die andere Position ist genau das Gegenteil. Da geht es dann so um die Verwertungsrechte, wo die Künstler ja so minimale Prozente kriegen. Also wenn jetzt Künstler zum Beispiel Abbildungen in Katalogen haben oder in Büchern
Dann können die ja so minimale Prozente geltend machen über die VG Bild. Und die wiederum wollen halt die Interessen der Autoren und die Bildinteressen eben auch der Künstler sichern, weil sie sonst nicht diese Abgaben erheben können. Das ist so die Gegenfraktion dann. Und ich sage dann immer, naja, die paar Euro, die man da kriegt, also ich meine, ich bin da ja auch in der VG Bild. Und natürlich ist das ganz nett, zu Weihnachten so einen kleinen Scheck zu kriegen, aber es ist wirklich Weihnachtsgeld im besten Falle. Also manchmal sind es auch unter 100 €. Und das steht eigentlich alles in keiner Relation, weil so richtig leben kann eigentlich niemand davon. Und dann finde ich, warum soll es dann nicht für alle zugänglich sein? Also diese Argumentation ist für mich schwer nachvollziehbar. Aber die gibt es. Du sagtest, du warst am Samstag im Tempelhofer Ufer, also bei Wikimedia Deutschland war da eine Veranstaltung. Genau. Ja, da waren Editathon, auch eben zu offenen Strukturen, also zu Wikidata vor allem, aber im Grunde haben da alle auch so einzeln geschrieben und ich konnte auch nicht so lange da sein. Aber es war ganz lustig. Ich habe wieder neue Leute kennengelernt und kannte überhaupt niemanden. Das war für mich doch recht besonders, weil normalerweise kenne ich immer Leute, wenn ich zu Wikipedia gehe. Und dann kam ich dahin und dachte, huch, alles neue Gesichter. Und die hatte ich alle noch nicht gesehen. Also die sind, glaube ich, auch viele waren aus Nürnberg angereist, klar. Aber das war ganz lustig. Und da habe ich dann auch interessante Gespräche geführt und spannende Leute getroffen. Ja, interessante Gespräche führen ist ja auch mein Thema. Genau. Und im Umfeld klappt das immer, da sind eigentlich immer interessante Leute unterwegs. Ja, also was ich jetzt bei dir so toll finde, also an diesem Wiki-Stammtisch, ist, dass es festgehalten wird. Also, dass es hinterher auch für andere zur Verfügung gestellt wird. Und jeder kann sich auch bedienen. Es wurde schon an mich herangetragen, man könnte es doch noch so und so bearbeiten. Und dann es ist halt so, dass das für mich ist es leicht, diese Gespräche aufzunehmen und zu führen, aber es geht mir nicht leicht von der Hand, das irgendwie technisch gut zu bearbeiten. Ja, ich kann das, also ich kann einen Podcast draus machen, aber wenn es dann ans Schneiden geht oder so, das finde ich so aufwendig. Es ist ja. Da braucht man irgendwie Übungen und man muss ja auch den Text im Kopf behalten, den man dann zurechtschneidet, damit da kein sinnloser Wortsalat entsteht. Ja, also traue ich mich noch nicht so richtig ran. Aber es steht allen offen, öffentlich sehr unter einer freien Lizenz. Ja. Okay, dann wir sehen uns bestimmt demnächst bald wieder. Ich danke dir fürs Gespräch Ja, gerne. und höre schön zu. Mache ich. Ich Ja, guck mir die auch tschüss. immer an. Tschüss. In der 27. Folge hatte ich dann Patrick Fischer am Apparat, mit dem ich über Osttimor gesprochen habe. Das ist so sein Steckenpferd. Und auch über Flaggen. Das war mal sein Steckenpferd. Und wir sind auch so ein bisschen ins Politische gekommen. Das war spannend. Und auch mit ihm habe ich ein kurzes Gespräch geführt. Hallo. Grüß dich, Sebastian, hallo. Hallo. Ja, dann lass uns doch loslegen. Erzähl mal, Gerne. was hat sich denn, hat sich irgendwas ergeben aus dem Podcast? Aus dem Podcast ist gerade nichts. Nee, da ist es eigentlich relativ ruhig geblieben. Glückwünsche, Interesse, Likes bei Facebook, so wie immer. Aber jetzt nicht, dass da irgendwelche Reaktionen da groß dann in die Richtung kamen mehr. Was neu ist, inzwischen fand ja der Asien, diese Asian Month statt im November, glaube ich. Genau, der hat Das einen war diese Monat gedauert. weltweite Aktion für asiatische Themen schreiben. Da habe ich mitgemacht, da war ich auch einer der Juroren im deutschen Wikipedia. Wie ich auch, zu dritt waren wir da, Ja, ne? genau, ne? War sehr erfolgreich, war sehr schön, auch international der gute Teilnahme. Richtig. Und ich habe da wieder mal die meisten Artikel auch geschrieben, wieder mal für Deutschland. Nicht zu bremsen, ja. Nee, wenn man genug Themen hat, dann geht es ja auch einigermaßen. Und es Ne? gab ja auch Karten, ne? Also Postkarten. Richtig. Wurde es ja an die Leute, die, glaube ich, mindestens wie viel, 3 oder 5 Artikel geschrieben haben, haben eine Postkarte bekommen aus Asien. Ich habe meine ans Lokal K in Köln gehen lassen. Ja, auch gut. Ne? Ich brauch's nicht.
Und die Erstplatzierten haben dann auch mal nochmal eine zweite Karte bekommen. Also gab es dann sogar zwei Karten dann für uns. Und dann hat sich daraus jetzt irgendwas entwickelt, ne? So ein ewiger asiatischer Monat oder sowas. Was war das? Richtig. Für die deutschsprachige Wikipedia gibt es jetzt dann den Asien-Marathon. In erster Linie durch Yannick Kohr organisiert. Ich habe da ein bisschen auch jetzt mitgemacht bei der Organisation. BJS ist jetzt gerade dazugestiegen noch als weiterer Juror. Und jetzt ist geplant, dass man so alle 3 Monate ein Land speziell sich auswählt aus Asien. Dieses Mal ist es Südkorea. Jetzt im Anfang Februar ist es losgegangen. Und jetzt werden halt einen ganzen Monat lang Artikel über Südkorea geschrieben. Sind jetzt auch schon einige zusammengekommen. Ihr habt schon gesehen, Südkorea hat inzwischen auch schon Kuba überholt in der Anzahl der Artikel. Also es geht voran und ja, also ist eine spannende Sache und läuft immer noch. Also noch kann man einsteigen, noch kann man mitmachen. Als Dankeschön gibt es halt keine Postkarten, sondern gibt dann schöne Bildchen dann auf die Benutzerseite dann Ja, dafür. Kleine. sehr motivierend sowas, habe ich auch Macht immer gesehen. Spaß, freut man sich, was Buntes drauf zu haben, ne? Hat sich mit den Flaggen irgendwas bei dir ergeben oder ist es eingeschlafen? An Flaggen habe ich nichts mehr weiter gehört. Jetzt habe ich die Würmerflagge immer noch als Vorschlag für das nächste Jahr dann eben halt, für den Gedenktag. Ist immer noch dabei und glaube, gibt es einen Konkurrenzvorschlag noch, weil jemand meinte, das ist ja kein rundes Jubiläum, aber ich meine, das passt ja trotzdem. Was ist das für ein Jubiläum? Ja, ist ja, ich sage, ist nicht, ist ja vom Anschlag auf Hitler da, das Stauffenberg-Attentat. Ach so. Zu dem Tag habe ich es ja gesetzt, da als Artikel des Tages jetzt und da ist ja kein. 44 war das, ne? Das war 44. Ja, und jetzt haben wir jedenfalls ja dann 17 und das ist ja nicht ganz so rund. Und deswegen meinte da einer, ob man vielleicht verschieben sollte auf ein rundes Jubiläum. Aber ich denke, es sollte jetzt eigentlich schon kommen, weil jetzt haben wir ja auch schon einen Grund dazu, das Thema nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ja, Und ansonsten Osttimor? über Facebook habe ich ein paar nette Kontakte wieder bekommen, unter anderem einen Berater des Präsidenten von Osttimor. Also ich versuche immer näher ranzukommen an die Leute, dass man da vielleicht mal auch ein paar Regierungsbilder dann gleich direkt bekommt. Aber der hat mir jetzt was ganz anderes geschickt, wo ich ganz begeistert bin. Nämlich Bilder aus seinem Heimatort. Der kommt von der Südküste von Timor, wirklich so Ende der Welt. Dort ist auch das Christentum zwar nominell noch schon verbreitet, aber nicht im Herzen der Menschen. Und deswegen werden da noch Feste gefeiert, wie von Anno dazumal. Und alle 7 bis 10 Jahre findet da eine große Feier statt auf einem der heiligen Berge dort. Und erst seit den letzten beiden Malen darf da fotografiert werden. Und er hat mir die Fotos dazu geschickt. Ja, das ist eine ganze Kategorie, ne? Josh Trindade. Richtig, das ist der Mann, der das mir geschickt hat. Und das sind jetzt wirklich ganz tolle Fotos von den Festlichkeiten. Die Leute alle in traditioneller Tracht auch. Und man sieht da ein bisschen, er hat viel erzählt darüber, wie das abläuft. Hat mir dann auch gleich den Link genannt zu einer wissenschaftlichen Arbeit dazu, zu diesen kleinen Volksgruppe, zu den Nauiti. Und daraus sind dann jetzt wirklich mehrere schöne Artikel geworden, mit schöner Bebilderung auch, die ich eigentlich auch als sehr schönen dokumentarischen Schatz ansehe. Also einmal über Babolu, das ist der Suku, wo er herkommt, Babolu im Verwaltungsamt Watulari, da gibt es auch mehrere mit dem Namen. Dann über die Naueti, diese Volksgruppe, die da unten lebt. Über Bahaliorei, das ist der heilige Berg, und Bahaliorei heißt auch das Fest, das da stattfindet. Ja, und da hat er mir auch gleich noch dann weitere Informationen zum Chefberater vom Präsidenten geschickt. Habe ich auch gleich wieder ein bisschen nutzen können, um einen Artikel über den zu schreiben. Also das war wirklich eine sehr produktive Kontakt. Und ich hoffe, das wird noch weitergehen. Also ich bin bei Babolu noch nicht ganz fertig. Und Diese wunderbar Wissenschaft. beschriftet auch die Bilder. Die herrlich die Informationen, die man von ihm bekommen hat. Er hat ja alles bei Facebook ursprünglich bei sich gepostet gehabt, ist da irgendwo untergegangen unter seinen hunderten Bildern und dann finde ich das, denke, mein Gott, das gibt's doch nicht, das ist doch sowas von toll, die Bilder. Und das muss in die Wikipedia rein. Wer weiß, wie lange es noch sowas zu sehen gibt, eben halt nun. Und ein Wasserbüffel mit Adidas Augenblende.
Ja, stimmt. Und einen sehr interessanten Schweinetransport unter anderem auch. Also. Lohnt sich da mal reinzugucken, wirklich. Von 2004 sind die Bilder. Ja, 2004 und auch von 2015, das weitere Fest, da sind auch Bilder davon. Also wirklich ziemlich spannend. 2004 waren auch das erste Mal Ausländer erlaubt auf dem Berg. Damit die auf den Berg drauf durften, musste erstmal ein Schwein geopfert werden. Ja, klar, nee, wenn das so sein muss, finde ich in Ordnung. Ja, damit dann die Ahnen beruhigt sind. Na, bei uns muss man Aber sich kleine Heftchen ausstellen lassen, die mit bedeutsamem Blick Stempelchen reingemacht werden, um das Land betreten zu dürfen. Ich weiß nicht, was alberner ist. ja, so ungefähr, ne? Ja, gut, Tierfreunde sind es dann gerade nicht, würde man natürlich sagen. So mancher Veganer würde aufschreien. Ach Gottchen, Nee, ja. aber wie gesagt, Die gerade Pflanzen können ja. ethnografisch, also für Anthropologen vielleicht sogar interessant. Das heißt, jetzt können auch andere Leute auf die Bilder zugreifen und ohne schlechtes Gewissen die auch verwenden für ihre Arbeit. Faszinierend. Also das fand ich schon sehr spannend. Ja. Was Und ist eine jetzt kleine deine Rückblick. nächsten, was sind deine nächsten Projekte? Ich bin immer noch beim Updaten von den ganzen Artikeln von Osttimor. Die Volkszählung von 2015 hat ungeheuer viele Daten angeschwemmt. Die müssen rein in die Wikipedia. Babolu ist eben auch noch nicht fertig, diese wissenschaftliche Arbeit. Ansonsten habe ich immer noch genügend andere. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr auch bei Südkorea mitschreiben, bei den Asienmarathon. Habe jetzt gerade mal nur 5 Artikel bis jetzt geschafft. Naja, mal sehen, vielleicht kommt da mehr in nächster Zeit. Ja, ganz witzige Sache war jetzt noch vor kurzem, fanden die ersten nationalen osttimoresischen Skimeisterschaften statt. Haben die Schnee dort? Haben die Ja, zu hohe Berge? Ach so. eben nicht bei dem, die haben zwar hohe Berge, aber so direkt im Äquator ist der Schnee ein bisschen knapp. Nee, die fanden in Bosnien-Herzegowina statt. Auf der Olympiabahn von Sarajevo. Okay, wie haben sie Also, das, wie haben sie die Leute dahin geflogen oder wie? letztendlich war das so, die haben ja der wichtigste Skifahrer von denen, beziehungsweise die ganze Ski, wie sagt man das, also der Skiverein davon von Osttimor, die sitzen ja alle in Frankreich. Ach so. Also so auf der nächsten Ebene. Und das waren offene Meisterschaften. Das heißt, die hatten gerade mal einen osttimoresischen Starter von 23. Und der Rest, der kam so aus der ganzen Welt. Aus Mexiko, aus Deutschland auch sogar welche. Und also der offizielle Meister von Osttimor ist jetzt, glaube ich, jetzt ein Slowene geworden, wenn ich jetzt richtig erinnere. Aber offizielles FIS-Rennen und offiziell gewertet. Und ich glaube, die haben sie in erster Linie ein bisschen gemacht, Punkte zu sammeln, damit sie dann bei der Olympiade starten können dann. Okay, das Rascheln ist gerade deine Tochter, die sich noch einen Keks greift. Richtig, ja, da kommt sie nicht davon weg. Ja. So. Okay, ich danke dir für das kurze Gespräch nochmal. Ja, gern War da geschehen. schon mal interessant und hörst du selber Podcasts inzwischen? Doch, ich höre es immer da, wenn du was rausgegeben hast, den neuesten, dann schaue ich mir den immer wieder an, gemütlich. Dann passt ganz gut zum Editieren nebenbei, wenn man so ein bisschen hören kann. Macht Spaß. Hast du noch einen Verbesserungsvorschlag? Nö, eigentlich nicht. Es gefällt mir wirklich gut, die Sendung. Weiter Gut, so. danke. Dann tschüss. Servus. Ja, da saß die kleine Tochter auf dem Schoß und hat sich ein paar Kekse gegriffen. Das war aber nur zum Schluss ein bisschen rascheln. Nicht so schlimm, eher belustigend. Bei mir ist ja eher eine Katze, die mal dazwischen funkt. Dann nächste Folge, die 28. Das war mit Benutzer DCB. Da hatten wir etliche Themen. Dresdner Volleyballspielerin. DCB ist jemand, der Themen abarbeitet. Und in dem Fall waren es halt Dresdner Volleyballspielerinnen, später auch Fernsehserien. Er war am Schiedsgericht. Wiki Loves Monument hat er mit organisiert. Dann die Wikicon in Dresden, da war stark involviert bei der Organisation. Und was war noch? Ach, richtig. Er hat die Newcomer-Eule bekommen. Und er war bei den jungen Wikipedianern. Meine Güte, die Folge lohnt sich echt anzuhören, wenn man da ziemlich Rundumblick kriegen will, was man schon als junger Mensch erreichen kann und leisten kann in der Wikipedia, neben der normalen Arbeit, sage ich mal. In der Folge 29 war Kirill Seminjowski am Apparat, ein mazedonischer Wikimedianer und Wikipedianer, der eine Menge Projekte dort macht.
oder die Mazedonier machen sehr viel los. Zurzeit läuft an Wikilovs Schnaps, aber sie haben auch schon fotografiert und tja, das war auch so, dass sich etliche Deutsche so geäußert haben, dass sie sich sehr inspiriert gefühlt haben davon, was dort an Projekten möglich ist. Kirill konnte ich auch kurz sprechen. Hallo Kirill. Hallo Sebastian. Na, wie ist es dir ergangen seit unserem Podcast, der Nummer 29? Ja, das war vor 3 Monaten, oder? Schon ein bisschen. Im November. Im November war das, genau. Ja, November. Also ich fand ja spannend in unserem Gespräch, was über Wikimedia Mazedonien bzw. über Shared Knowledge zu erfahren. Dann hat mir sehr gefallen, dass ihr Schnaps mögt. Ja. Ja. Hat sich denn mit Wikimedia Mazedonien und Shared Knowledge irgendwas ergeben? Es haben viele Dinge, die in diesen 3 Monaten passiert. Wir haben eine neue Angestellte in Shared Knowledge. Aha. So, das ist ein neuer Chief Program Officer. Unser Chief Program Officer hat im September aus seiner Position zurückgetreten und in den vorigen Monaten arbeiteten wir zu viel, um einen neuen qualifizierten Kandidat zu finden. Mhm. Also mit unserer neuen Angestellten hatten wir doch eine Mitarbeitung mit dem Mutter Teresa Gedenkhaus aus Skopje. Mhm. Also wir hatten ein Mitarbeitungsmemorandum untergeschrieben und gestern am 16. Februar findete auch ein Editathon mit den Kuratoren und anderen Angestellten in diesem Museum statt. Sie haben Artikel über Mutter Teresa, ihre Werke, ihre Missionierung und ihre Nachfolger schreiben. Mhm. Das war ziemlich gut, eine neue Mitarbeitung, etwas Neues zu passieren. Im Januar begannen wir auch mit einem neuen Projekt namens Editing Weekends, also Wochenende für Editierung. Also wir bestimmen ein Thema und ein Wochenende, in der die Gemeinschaft auf der mazedonischen Wikipedia Artikel über dieses Thema schreiben. Also die erste solche Wochenende war über das Thema Astronomie. Wir haben 4 Teilnehmer, die 16 Artikel, 15 Artikel und eine Vorlage in der mazedonischen Wikipedia geschrieben. Also ich bin sehr zufrieden, dass fast alle Artikel sehr gut inhaltlich und eine lesenswertige Artikel waren. Und die anderen Dinge sind nicht so im Verhältnis mit unseren Projekten und Wikimedia Mazedonien. So, das ist, wir sind in einer politischen Krise. Das ist in Mazedonien die Situation momentan. Und im Januar hatten wir auch den kältesten Winter seit 1954. Also eine Woche, 7 oder 8 Tagen mit negativen Temperaturen, das war sehr kalt. Mhm. Es gibt einen See in der Mitte des Stadtparks in Skopje, der in dieser Woche ganz zugefroren war. Mhm. So, das war ungewöhnlich, ja? Ungewöhnlich für Mazedonien. Ja, okay. Ja. Wie wirkt sich diese Krise mit Serbien ist das, oder? Nein, das ist eine politische Krise mit den mazedonischen Parteien. Wir hatten eine Parlamentswahl am 11. Dezember. Mhm.
Und die Regierungspartei, die Regierungskoalition, das ist eine christdemokratische Regierung, haben knapp eine Mehrheit mit nur 2 Abgeordneten mehr als die zweitgrößte sozialdemokratische Partei gewonnen. Und danach konnten sie keine Regierungskoalition anbauen. Und nun die zweitgrößte Partei, so das ist die Problematik, dass wenn die erste Partei an der Parlamentswahl keine Koalition anbauen in 20 Tagen könnte, dann die zweitgrößte Partei bekommt die Chance, um eine Koalition anzubauen. Und momentan hat diese zweitgrößte sozialdemokratische Partei Verhandlungen mit den albanischen Parteien, weil in Mazedonien das ist eine Praxis, dass die größte mazedonische Partei mit den größten albanischen Parteien eine Regierungskoalition anbauen müssen. Und also das ist eine verlängerte Krise, weil Mazedonien diese Krise auch mit Protesten und Demonstrationen auf den Straßen seit 2015 hat. Und hoffentlich, wir alle hoffen, dass diese Krise mit den deutschen Parteien zum Ende bringen können. Und das beeinträchtigt eure Arbeit für freies Wissen? Ja, für freies Wissen, es ist kein Risk für uns, weil wir können funktionieren. Aber das ist nicht so gut für mazedonische Wirtschaft und für die Betriebe und für die Reformen, die unsere Regierung einführen muss. Ja. Bist du eigentlich noch im FTC, im Funds Disseminating Committee? Nein. Bist du nicht mit drin? Ah ja. Ich war Mitglied, ich war nie Mitglied des FDCs. Ich war Mitglied des Simple APG, Simple FDC. Also so. Das ist für die kleinen, für die grande, für die geschützte kleine Organisation. Okay, und beobachtest du die Vorbereitung der Wikimania? Du hattest dich ja ein bisschen kritisch so über die Programmgestaltung in Esinolario geäußert. Ja, ich war und dieses Jahr würde ich wieder ein Mitglied der Program Committee. Ja, ich habe die E-Mail heute bekommen, dass ich wieder in der Program Committee ein Mitglied würde. Und ich hoffe, dass dieses Jahr besser als 2016 würde. Ja, ich habe auf der Wikimania-Mailingliste eine Mail gesehen, dass sich wohl sehr viele beworben haben am Programm, fürs Programmkomitee und sie gar nicht damit hinterherkamen, jeden Einzelnen zu schreiben, ob er nun drin ist oder nicht. Ja. Aber ja, ich bin gespannt, wie es wird in Montreal. Im August ist das, glaube ich. Ja, August, Anfang August. Ja, August. Letztes Jahr war es in Juni, dieses Jahr in August. Ne? Genau. Und worauf freust du dich als nächstes? Nächstes. Also, wir haben viele Pläne für die nächsten Monate. Wir planen mit den Agro-Expeditionen beginnen. Also, wir haben Wiki-Expeditionen, Geo-Expeditionen, Arche-Expeditionen und dieses Jahr beginnen wir mit den Agro-Expeditionen. Wir besuchen landwirtschaftliche Dörfer und Städte in Mazedonien, die Landwirtschaftsproduktion zu dokumentieren. Cool. Ja, das können wir zumeist ab März bis Oktober machen, weil die Landwirtschaftssaison ist in diesem Period. Im Winter leider können wir nichts machen. Das ist klar. Ja. Und dann fahrt ihr dahin und fotografiert und schreibt auf, oder was macht ihr? Ja, wir fotografieren und schreiben Artikel über die
Produktionsverfahren und die anderen Sachen, die im Verhältnis mit der Landwirtschaft sind. Ich kann auch noch was erzählen, und zwar hatte ich neulich mit mazedonischen Frauen hier in Deutschland zu tun. Und zwar leben ja etliche, ich glaube mehrere tausend in Deutschland und auch in Berlin. Und in Berlin gibt es ein großes ehemaliges Bahngelände, was jetzt ein Park ist. Und eine Ecke davon, so ein relativ großes Stück, das ist der interkulturelle Garten Rosenduft. Dort werden von einem Verein eben Frauen aus Südosteuropa betreut. Und die können dort, jeder hat da so ein kleines Beet und kann, die, und dann sitzen sie halt zusammen und kochen zusammen und erzählen. So, die machen auch Fotos und ganz spannend alles. Und da, die hatten wir zu Wikimedia Deutschland eingeladen. Erstmal den, sind welche vom Verein nur gekommen, aber da war auch schon eine mazedonische Frau dabei, um ihnen zu zeigen, wie das mit der Wikipedia geht. Wir wollen, zum einen haben sie sehr viele Fotos von Pflanzen so selber gemacht, und die wollen wir hochladen. Und dann wollen wir noch ein Projekt machen, wo die kochen von Gerichte von zu Hause, und das wollen wir halt dokumentieren und fotografieren. Und ich Das ist sehr weiß, interessant. dass sie, also ja, und genau. Ja, ich weiß, dass in Deutschland gibt es viele Vereine von Barcelona. Und ich habe auch einen Freund, der in Deutschland lebt. Er ist ein Administrator in der mazedonischen Wikipedia. Ja, aber er lebt in einer kleinen Stadt neben der Grenze mit den Niederlanden. Und diese Praxis ist sehr interessant. So, sie kochen und fotografieren Pflanzen und Essen für Wikipedia, das ist toll. Sehr toll. Und dieses Jahr planen wir einen Fotowettbewerb, Wiki Loves Food, organisieren. Und der Ziel dieses Projekts ist, Fotos von traditionellen Essen auf Wikimedia Commons hochzuladen und danach in Artikeln auf Wikipedia einzutragen. Also wir haben nicht viele Artikel über diese Tradition, über alle traditionelle Essen, aber wir planen auch einen Schreibwettbewerb, bevor dieses Fotobewerb zu haben, um die Gemeinschaft Artikel über diese traditionellen Essen und Gerichte zu schreiben. Und dann, wenn wir alle Fotos auf Wikimedia Commons bekommen, können wir leichter die in diesen Artikeln einzuteilen. Vielleicht, also ich hätte so eine Idee, wenn du mir von dem mazedonischen Administrator erzählst, der in Deutschland lebt, könnten wir ja eine Länder-Editaton machen, wo Mazedonier über Deutschland schreiben und Deutsche über Mazedonien schreiben, in ihrer eigenen Wikipedia jeweils. So, Das ist eine exzellente Idee. ja, dann könnten wir Informationen austauschen darüber und könnten dann sowas machen. Ich nehme gerade an einem Wettbewerb teil, im Februar 28 Anthropologinnen, wo Artikel über weibliche Anthropologen angelegt werden. Ja, also es gibt, Ja, ich habe ja. seine E-Mail, dann es ist kein Problem, in Kontakt zu einen Kontakt mit diesem Administrator aus Deutschland zu machen. Na, schauen wir mal, ob was draus wird. Ja, okay. Ich danke dir für das Gespräch und toi 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 für dich, für die ganzen Projekte. Ja, danke, Sebastian. Ja, mach's gut. Tschüss. Gut. Tschüss. Ja, da ist ja auch nicht was los in Mazedonien. Jetzt haben sie schon die nächsten Projekte auf der Schiene, wenn ihnen die politischen Umstände nicht zu viel Ärger bereiten. Jetzt folgt die Episode Nummer 30. Das war bei mir mal wieder in der Küche mit Querizo.
haben wir gesprochen über Wikipedia-Redaktionen, über Admins, Wikipedianer-Anträge, Wikipedianer-Treffen. Das war ein auch sehr erhellendes Gespräch, auch mit vielen Ideen und so. Goritz hat mir auch geholfen, in Wikidata reinzukommen. Ich hatte einen Vortrag von ihm gehört beim Wiki-Wedding-Treffen. Das war sehr cool. In Folge 31 hatte ich Charlies Praktikantin bei Wikimedia Deutschland, programmiert dort tolle Sachen. Wir haben über Versionsblätterer gesprochen, über Wikidata, Usability, Infoboxen und Gulasch. Gulasch-Programmiernacht. Charlie konnte ich auch erreichen. Also Charlie war insofern für mich eine wichtige Folge, weil ich hinterher ausgeschimpft wurde, warum ich immer ins Wort gefallen war, aber das liegt nicht daran, dass ich irgendwie keinen Respekt gehabt hätte, sondern Charlie war vorher furchtbar aufgeregt und ich habe mich so ein bisschen anstecken lassen. Und wir sind in Wuten auseinandergegangen. Wir haben uns hinterher noch ein paar Mal gesehen. Sie ist immer bei den offenen Editieren in Berlin dabei. Da sehen wir uns. Ach, und die habe ich auch gesprochen. Hier ist das Gespräch mit Charlie. Hallo Charlie. Hallo. Ja, und du warst ja zu Gast im Podcast und du hast ein schönes Katzenbild gepostet. Okay. Ist das deine Katze? Ja, das ist meine Katze Inkabel, die auch meinen Nutzernamen in den Wikimedia-Projekten erklärt. Ah, so. So heißt es. Ja. Gab es irgendwelches Feedback auf den Podcast von irgendwem? Ja, du hattest ja nämlich danach so ein Podcast-Treffen gehabt und da habt ihr anscheinend auch kurz in meinen Podcast reingehört und von da habe ich gehört, dass Leute gesagt hatten, dass du mich zu oft unterbrochen hast. Das war, glaube ich, das, was ich am meisten zu hören bekommen habe. Mhm. Genau. Das war's eigentlich. Das tat mir auch, ist mir auch unmittelbar nach unserem Gespräch aufgefallen. Aber das seither tue ich das nicht mehr und bei dir tat es mir auch sehr leid. Ach, ist ja, genau, man lernt ja auch nie aus. Ganz genau. Und war für mich okay. Ja, und hörst du selber Podcasts? Ja, aber nur einen tatsächlich. Also näher zwei. Und welche sind das? Das eine ist Hello Internet. Das ist von Brady Herron und CGP Grey. Das sind zwei YouTuber, die hauptsächlich so Erklär- oder Wissenschaftsvideos machen. Und die haben so einen Two Dudes Talking Podcast, wie die das nennen, wo sie einfach über Gott und die Welt reden. Und das höre ich mir total gerne an. Und das andere ist ein bisschen spezifischer. Das ist 99% Invisible. Und da geht's, höre ich mir immer die Design-related Podcasts an. Die machen, glaube ich, auch noch andere Sachen, aber. Wie hörst du Podcasts? Hello Internet und 99% Invisible höre ich beide über deren, die haben halt eine Seite. Und da haben die halt einen Player und da höre ich mir das an. Ach, du setzt dich an den Rechner oder hast deinen Laptop dabei und hörst dir das an? Ich höre das eigentlich nie unterwegs. Das ist für mich eher, wenn ich irgendwie häkle oder so. Also ich gucke dann halt nicht gerne, weil ich gerne auf meine Arbeit gucke, die ich mit den Händen mache. Und dann mag ich aber gerne Hintergrundinformationen. Und Musik ist mir dann so mehrere Stunden lang einfach nur Musik hören, das ist mir oft zu langweilig. Und dann höre ich halt Podcasts. Mhm. Genau. Aber stationär, ja, interessanterweise. Was machst du gerade für Projekte? Im Moment arbeite ich weiter an dem Thema, das ich mit meiner Bachelorarbeit bearbeitet habe. Ich arbeite einen neuen Prototypen aus für die Integration von Wikidata in Infoboxen, so dass man von dort aus die Sachen aus Wikidata direkt integrieren kann und auch Wikidata editieren kann. Ich habe ja vor einem Jahr Interviews gemacht und einen Prototypen erarbeitet und den dann nochmal testen lassen mit der Community. Und das Feedback, das ich jetzt bekommen habe, setze ich gerade um in einen neuen Prototyp, den wir dann nochmal testen können. Und dann hoffentlich kann der vielleicht dieses Jahr noch in die Entwicklung gehen. Das wäre sehr schön. Cool. Ja. Und was ich noch mache, ist der Wikibear Taskforce. Suchen wir gerade immer noch aktiv nach einem lokalen Raum für Berlin.
Ach, das hat nicht geklappt. Da war doch irgendwie jetzt ein Raum schon kurz vor Abschluss. Nee, genau, kurz vor Abschluss war dann doch nicht, wegen hin und her mit sehr interessanten Mietvertragsgebühren, die uns der Makler gerne zahlen lassen wollte. Das war ein bisschen, ich glaube, das war dann am Endeffekt ein bisschen hin und her, dabei wollte der uns ganz gerne. Dann hat die Vermieterin wohl, also laut Aussage des Maklers, eingesagt. Aber wir haben gerade wieder was ganz Schönes entdeckt und gucken mal, ob das klappt. Mhm. Und wenn nicht, dann müssen wir natürlich weitersuchen. Aber ja, das steht immer noch aus. Und Achim hat da Wikipedia spielt ins Leben gerufen und ich habe mich da mal für aus der Berliner Seite eingeklinkt und hole das jetzt nach Berlin, damit wir auch Wikipedia spielt machen. Was ist Wikipedia spielt? Der spielt ist die Brettspiel- und Kartenspiel Artikel ausbauen, auch über die Autoren der Spiele, und das machen wir dann im Rahmen von Spieler, die noch keinen Artikel haben, spielen, und eventuell muss man die natürlich auch kaufen und dann darüber schreiben, Bilder machen, soweit das geht, mit den Urheberlizenzen. Das ist ein bisschen schwierig bei Spielen, aber genau, also ein Spieleausbauprojekt sozusagen. Das macht Köln und Hamburg und München machen das schon so ein bisschen, oder Köln noch am meisten. Und ich guck mal, ob wir das jetzt in Berlin auch hinkriegen. Man kann Spiele auch ausleihen, ne? Es gibt Spiele-Ausleihläden. Genau, mhm. Und ich habe auch schon, also es steht noch nicht super fest, aber ich bin gerade im Gespräch mit der Spielwiese in Berlin-Friedrichshain. Und da würde ich dann gerne unser erstes Treffen machen, weil die haben irgendwie 1000 Spiele. Und dann müssen wir nicht gleich kaufen, dann können wir erstmal gucken, wer überhaupt Interesse hat und das da zusammen machen. Mhm. Und dann schauen wir mal. Wir haben halt im Förderantrag ein kleines Budget und dann kann man halt ab und zu Spiele kaufen, wenn es größere sind. Dann kann man die auch unter den Locations teilen und uns die hin und her schicken. Damit wir nicht dreimal das 80-Euro-Spiel kaufen, das ist ja auch Bescheid. Hm. Genau. Aber im Moment gucke ich erstmal, wie weit wir kommen mit dem, was es so gibt und wer überhaupt Lust hat. Wir haben ja eben noch kein Treffen gehabt. Ich höre unter anderem den Podcast Staatsbürgerkunde. Da geht es um Geschichte der DDR oder Geschichten aus der DDR. Mhm. Und in einer der letzten Folge oder der vorletzten, da wurde ein Projekt nochmal vorgestellt. Da haben zwei selbstgebastelte Spieler aus DDR-Zeiten so ein Projekt dazu gemacht. Also Leute haben Westspiele sozusagen nachgebaut. Ah, ich verstehe. Für den Hauptgebrauch. Okay. Die hatten jemanden aufgetan. Also es gab auch in der DDR Spieledesigner. Und das Erscheinen der Spiele ist oft gescheitert, weil die Materialien einfach nicht hatten, um das herzustellen. Und von dem ist ein einziges Spiel dann, also ist ein Prototyp gemacht worden, weil das besteht nur aus ein paar Steckern und einem Brett mit Löchern drin. Das Spiel heißt. Nee, nicht wie Mastermind. Das Spiel heißt Ligato, aber vom Aufbau so ähnlich wie Mastermind. Das Spiel heißt Ligato. Und das wurden nur drei Prototypen gemacht und dann war die DDR weg. Sie haben das jetzt als App nachgebaut. Ligato heißt das Spiel. Kostenlose iPhone-App. Und es ist wirklich, obwohl das so simpel ist, wirklich spannend. Also man muss nach vorne rücken und je nachdem, wie viel Stecker in einer Zeile sind, so viel Felder darf man mit dem Stecker, den man hat, nach vorne oder nach hinten rücken. Also wenn drei in einer Zeile sind, darf man drei Felder vor oder drei Felder zurück. Okay. Man muss, das Ziel ist, die gegenüberliegende Linie, Endlinie zu erreichen. Und das ist ganz schön komplex, wenn man das zu zweit spielt. Ja, genau, ich wollte gerade fragen, ob man das zu zweit spielt oder alleine. Aber Podcast hören lohnt sich, man lernt immer wieder interessante Sachen. Ja, auf jeden Fall. Sehr viele Sachen. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, gerne. Ja, noch einen schönen Tag. Ich auch. Tschüss. Ciao. Ja, Charlie hat es wohl auch zu hören gekriegt, dass ich ihr teils Wort gefallen wäre. Ich hoffe, dass mein Podcast jetzt nicht in Erinnerung bleibt als der Podcast, wo ich immer jemand ins Wort falle. Stimmt auch nicht. Ich lasse die Leute immer schön ausreden. Ich will ja auch was lernen und was hören. Und hier haben wir auch schon wieder was Interessantes gehört. Wiki loves Spiele. Wenn Achim Raschka was vorschlägt, dann hat das immer so eine gesellige Komponente. Das gefällt mir sehr gut. Was haben wir als nächstes? Folge 32.
Das war bei Wikimedia Deutschland in den Räumen, fand die Preisverleihung zu Wikilaus Monuments Deutschland 2016 statt. Da habe ich auf das Aufnahmegerät vorne das Mikro drauf gesteckt und habe einfach Leute angequatscht. Habe zufällig auch den Sieger dabei gehabt, aber auch ein paar andere Leute, ein paar Organisatoren. Sandra Becker war auch wieder dabei, die in der Jury saß und interessante Einsichten dazu gegeben hat, wie man gewinnen kann. Ja, Hans-Rucke Reng, den Sieger, hatte ich auch schon gesagt, den werde ich auch nochmal ranholen, weil der auch eben Jurist ist und sicher auch was, das hatten wir öfter schon mal hier im Podcast zum Thema, was beisteuern kann. Und die Gewinnerbilder sind, wenn ich jetzt also nochmal drauf schaue, auch wirklich immer noch eine Freude, die anzusehen. Dann als nächstes Folge 33, das ist die bisher längste mit Kurt Jansson, aber das ist halt so, Kurt Jansson hat eben auch viel zu erzählen von früher, von der Wikipedia und zwischendurch viel und er weiß eben auch Sachen, die ja, die nur Kurt weiß und da ist es schön mit ihm zu sprechen, da kann auch ruhig mal 2:07 dauern, so eine Episode. Ne? Die 34. Episode war Wikipedia Filmfrauen hatte zusammen mit der BBC eine Veranstaltung organisiert, wo Frauen aus dem Film, also Regisseurinnen, Drehbuchautoren, Kamerafrauen, Schauspielerinnen hinkommen konnten und dann wurde ihnen gezeigt, wie das funktioniert, so mit der Wikipedia. Das war eine sehr interessante Veranstaltung, also ich fand das großartig. Leider, als wir dann organisieren wollten, für den Wiki-Stammtisch eine Aufnahme zu machen, wollte keiner der Frauen vor die Kamera. Das tat mir leid und war dann wurde hinterher auch kritisiert, warum drei korpulente Männer sitzen und über Frauen in der Wikipedia reden, aber genau so ist es. Also wir sind 80% Männer, vielleicht auch mehr, und wir hätten aber auch gern Frauen dabei. Und dann habe ich halt gesprochen mit DCW, den wir ja schon aus einer Episode kannten, und mit Stepro, seines Zeichen auch sehr guter Sportfotograf, was wir so rüber denken. Und das gibt's auch als Video bei YouTube, ist verlinkt in der entsprechenden Episode und lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuhören. In Folge 35 war Martin Zeise bei mir zu Hause in der Küche. Martin kenne ich jetzt auch schon ewig. Wir haben uns beim ersten Wikipedia-Stammtisch in Berlin kennengelernt. Er ist so ein Jugoslawien-Auskenner, weil er öfter mal da unten ist und etliche Sprachen dort auch spricht. Also beruflich ist er häufig da und jetzt auch privat. Da war etliches drüber zu erzählen. Dann ist er im ADFC, Allgemeiner Deutscher Fahrradclub. Das ist ja so ein Fahrradverfechter. Das finde ich auch immer spannend, wenn so als Hobby, weil ich bin selber Radfahrer und weiß, dass da noch viel zu machen ist in Berlin. Ja, bestimmt hatte ich auch ein cooles Gespräch. Dann, welche Folge kommt jetzt? Nach der 35 kommt die 36. Das war Erik Möller, der Chef der Softwareentwicklung bei der Wikimedia Foundation war. Hat einen leicht amerikanischen Akzent sich zugelegt, obwohl er in Deutschland aufgewachsen ist, aber das kann schon mal vorkommen, wenn man lange Zeit da ist. Und er hatte natürlich auch viel Interessantes zu erzählen und auch, nach Wikimedia Foundation, Wikipedia das Leben nicht aufhört. Er hat auch jetzt wieder ein tolles Projekt am Start, offene Kommentare. Da ist auch viel Glück, wünsche ich ihm dafür damit und ich danke ihm sehr, dass er die Zeit gefunden hat, da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. In Episode 37 hatte ich Nicole Ebber und Cornelius Gebelka an der Strippe, die beide für Wikimedia Deutschland arbeiten, Internationales und Wikimedia Conference. Die haben spannende Einblicke in die Arbeit bei Wikimedia Deutschland gegeben und auch so ein bisschen ins internationale Geflecht der Wikimedia-Bewegung. Ja, Magnus, zu deiner Folge kommen wir gleich mit der Sprachverwirrung. Folge 38 war ein großer Spaß, da habe ich am Pottwichteln teilgenommen. Da haben sich etliche Podcasts gemeldet. Dann bekam man einen anderen Podcast zugelost und hat für den eine Folge produziert. Bei mir waren das Vater und Sohn aus dem
wo waren die her? Ich glaube aus dem Ruhrgebiet oder so, wo der Sohn einen Fußball-Podcast hat und der Papa einen Computer-Podcast. Und die wussten nun so gar nichts von Wikipedia und dann haben sie sich was übers Klexikon angelesen und haben eine wirklich hübsche Folge produziert. Und sie haben das mit dem Stammtisch auch sehr ernst genommen und zwischendurch immer angestoßen. Ja, die habe ich dann auch getroffen und zwar auf dem Chaos Communication Kongress in Hamburg. Da gab es ein großes Podcast-Community-Treffen. Und da habe ich auch die Folge 39 aufgenommen, wo ich mir einfach so Leute vom Flur geklaut hatte, etliche Podcaster, aber auch eine Handpuppe. Hört mal rein, sehr lustig, sehr interessant, wenn Leute, also das waren alles Nicht-Wikipedianer, ich glaube, der eine hatte mal editiert, aber die, was die so über die Wikipedia denken. In der Episode 40 sprach ich mit Pupu über offenes Editieren, freie Lizenzen, Zitronenpressen und ja, das ist eine kluge Frau, die mit der ich mich sehr gern unterhalten habe und die auch noch einen Mann fürs Leben gefunden hat über die Wikipedia. Ja, da ich habe ja auch am Wiki an der Wiki-Hochzeit teilgenommen in Mexiko, also nicht jetzt mit Pupu, sondern in Mexiko hatten im letzten Jahr welche, vorletzten Jahr welche geheiratet, die sich im Jahr davor auf der Wikimania kennengelernt hatten. Ja, Wikipedia, sinnstiftend und lebensstiftend. In Folge 41 hatte ich South Park da bei mir in der Küche, hat auch ein Bierchen gegeben oder zwei. Und South Park hat ja sich wirklich schon großartig in die Wikipedia eingebracht, viele Projekte angestoßen, hat auch bei Wikimedia Deutschland eine Zeit lang gearbeitet. Auf jeden Fall kluger Mensch, unbedingt anhören die Folge, da kann man viel Interessantes erfahren. In der Episode 42 hatte ich Eva Gredel in der Leitung. Die ist mir von einem Wikipedianer empfohlen worden. Sie arbeitet an der Universität in Mannheim und forscht Kommunikation im Fall der Wikipedia. Das passt ja sehr gut. Und wir haben auch so zueinander gefunden. Wir werden nämlich das Barcamp zusammen organisieren. Also das Das Wikidach-Barcamp ist zu Gast bei der Uni Mannheim in Person von Frau Eva Gredel. Vielen Dank dafür und sie freut sich auch schon drauf. Sie macht ein Seminar mit Studenten jetzt im Sommersemester zum Thema Wikipedia, sodass die Studenten da vielleicht auch teilnehmen. Und für uns als Wikipedianer springen ein paar Räume im Ehrenhof des Schlosses Mannheim raus, wo die Uni Mannheim zu Gast ist oder wo die drin einquartiert sind. Das wird ein tolles Barcamp am 17. bis 19. November. Barcamp heißt, dass man das selber gestalten kann. Ich habe jetzt schon wieder welche gehört, die sagten, sie wollen lieber ein fertiges Programm. Ja, das gibt's ja. Jeden Morgen wird ein fertiges Programm hergestellt. Ich finde das ein großartiges Format. Vor allem für mich als Organisator habe ich nicht so viel zu tun. Essen ist besorgt. Anreise und Unterkunft ist auch besorgt. Man kann bei Wikimedia Österreich, Wikimedia Schweiz, Wikimedia Deutschland Unterkunft und Anreise und Abreise sich sponsoren lassen, das ist sichergestellt. In Episode 43 sprach ich mit Magnus Manske, der die ersten Zeilen von MediaWiki geschrieben hatte, der Software, auf der die Wikipedia heute noch läuft, obwohl kein Code von ihm mehr übrig sein wird, wie er sagte, aber ja, erster Mann der ersten Stunde. Vorher war es eine andere Software und da ging es sehr ins Technische rein natürlich. Das ist war sehr interessant zu hören. Und er hat auch zugegeben, dass er mit an der Sprachverwirrung Wikipedia, Wikimedia, MediaWiki mit Schuld ist. Er fand es damals lustig. Heute würde man sich vielleicht anders entscheiden. Aber so ist das, wenn man mal schnell was entscheiden muss. In der Episode 44 sprach ich mit Beat Rust aus der Schweiz. Jemand, der lange in der Schule gearbeitet hat, da auch früh schon mit Computern und Kindern gearbeitet hat. Sehr interessant für mich so, weil ich auch Vater eines Schülers bin und mir so Gedanken darüber mache, warum da das immer noch viel zu wenig ist, so nach meinen Vorstellungen in der Schule, warum da die Mühlen so langsam mahlen und der jetzt so in seiner Pensionierung angefangen hat, auch mitzuarbeiten. Bei ihm ist das vor allem das Lexikon, wo er mitarbeitet. Folge 45, Kriddel.
lebt in Los Angeles und als Rechtsanwalt, und mit ihm habe ich, ja, es wäre halt Wikipedianer, und mit, wir haben so über verschiedene Sachen gesprochen. Schiedsgericht, Innovationen, Regeln, Löschkandidaten. Ja, es ist spannend zu hören, einfach mal so jemand, der in der Wikipedia arbeitet, ohne große Meta-Sachen zu machen. Folge 46, Franco Rau, vermittelt durch Tine Nowak. Die hatte ich auf dem Chaos Communication Kongress gesprochen und sie gefragt, ob sie jemand kennt. Und ja, sie kennt jemand. Franco Rau ist hält auch ein Seminar ab, so wie Eva Gredel, zum Thema offene Bildungsmittel erstellen mit Hilfe von Wikibooks. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt und hat eben mit Studenten zusammen, jetzt schon das zweite Mal und auch wieder in Vorbereitung, an einem Wikibook gearbeitet, dass man auch einsehen kann, was da, wie das so langsam entsteht. Sehr interessant, das zu sehen. Und mit dem konnte ich auch nochmal ein Gespräch führen. Hallo Franco. Hallo Sebastian. Grüße nach Darmstadt. Darmstadt, richtig, aus Berlin. Wunderbar. Ja. Gut, es ist jetzt 14 Tage her, dass wir den Podcast aufgenommen haben miteinander. Ich fand es sehr interessant, deinen Ansatz da mit den Studenten zu arbeiten, sie im Wiki arbeiten zu lassen. Ich hatte auch zwischendurch einen Tiefpunkt, dass es halt Leute gibt, die das überhaupt nicht begreifen, worum es da geht. Mhm. Verstärkt aber auch wieder meine Ansicht, dass es so ein Wikipedianer-Gen gibt. Okay. Ja, was ist so dein Fazit? Also zum einen fand ich es ganz interessant, mich selber mal zu hören. Wenn ich sonst Vorträge halte, dann habe ich dann nicht die Chance, das mal zu tun. Fand ganz selber interessant, dass ich irgendwie in dieser Funktionslogik häufig spreche, also kam mir zumindest so vor. Was heißt und das? Also es ist häufig, wenn ich Begriffe verwende, wie das funktioniert oder so, als Worte häufig verwende, fast so mechanisch klang das manchmal bei mir. Dachte ich zumindest, also es könnte der Eindruck entstehen, dass sowas der Fall ist. Ansonsten fand ich das soweit eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe, glaube ich, ein bisschen viel über so bildungspolitische Papiere vielleicht geredet. Und was man vielleicht tatsächlich noch mehr thematisieren hätte können, wäre, wie das Material, was jetzt irgendwie entsteht, oder mit den Studenten entstanden ist, wie das wiederum als tatsächlich OER-Material gegebenenfalls für andere Kontexte brauchbar aufbereitet werden kann. Ja, mach doch. Jetzt. Genau, also ich hatte ja so einen Teil davon schon mal formuliert, im Sinne von, wenn man auf einmal mit so einem Wikibook arbeitet und nicht mehr die klassischen Texte hervorgibt, die von einem fundierten Wissenschaftler formuliert worden sind, den man in der Regel nicht kennt, also auch kein Bild davon von ihm hat oder ihn mal gesprochen hat, sondern auf einmal so ein Produkt hat, was eben Menschen und Studenten vorher thematisiert haben, selber erstellt haben, dann wird man als Autor ja auf einmal auch ansprechbar. Und das fand ich ein ganz interessantes Erlebnis, und wenn man das mehr sozusagen tun würde, könnte man zumindest innerhalb der Uni, glaube ich, oder innerhalb von bestimmten thematischen Seminaren viel mehr darauf eingehen, dass Wissen eben nicht immer faktisch per se so ist, wie es ist, sondern eben auch immer aus einer bestimmten Perspektive formuliert worden ist, zumindest die Texte, die darüber sozusagen sind. Und das sollte im Bereich jetzt von Wikipedia oder Wikibooks natürlich ein neutraler Standpunkt sein, aber gerade im Bereich von Gesellschaftswissenschaften ist es eben mitunter nicht so ganz möglich. Also man sagt natürlich, das ist irgendwie neutral und das, man versucht es sozusagen zu plausibilisieren. Trotzdem gibt es gerade im Bereich Erziehungswissenschaften ganz unterschiedliche Strömungen, ganz unterschiedliche Perspektiven, auch in der Medienpädagogik. Es gibt so eine bestimmte bewahrpädagogische Perspektive, die versucht, eher Jugendliche zum Beispiel vor bestimmten Sachen zu schützen. Und wenn die einen Beitrag über Medienkompetenz schreiben die eben den Beitrag anders als handlungsorientierte Medienpädagogen, die sagen, sowas wie wir mit den Wikibooks gemacht haben, wenn man Jugendliche oder Studierende auch mit Medien fit machen will, dann muss man mit Medien arbeiten, um die kennenzulernen, und kann sie nicht einfach sozusagen davor bewahren in dem Sinne. Mhm. Genau, und also da könnte man vielleicht zukünftig mit diesem, gerade mit diesem Strategiepapier, was
auch so vorsichtig andeutet, die Chancen und Potenziale von OER-Material, und also wenn man so will, ist ja die ganze Wikipedia ein Sammelsurium an OER-Material, wenn man so will, könnte man eigentlich noch viel stärker gerade in formalen Bildungsinstitutionen wie Schule und so weiter einbinden. Also ich hatte gestern wieder ein Gespräch mit einem Menschen, der in der Schule arbeitet, wo gerade die Debatte ist, ob Wikipedia als Quelle zugelassen werden soll oder nicht. Das ist eine Berufsschule, wo die, also mir ist nicht ganz klar, ob es sozusagen da so eine Art Vermeidungsstrategie ist, im Sinne von, oh, bei Wikipedia müssten wir selber mal lesen, ob das aus unserer Sicht eigentlich angemessen ist als Lehrperson. Deshalb verbieten wir das eigentlich, um weniger Arbeit zu haben. Oder was die Position hinter dieser Debatte irgendwie ist. Mhm. Weil man ja gerade mit Schülern, wenn die Wikipedia zitieren, wunderbar darüber sprechen könnte, ob dieser Beitrag jetzt vernünftig ist oder nicht, weil man an verschiedenen Kriterien das festmachen kann. Meinetwegen Quellentransparenz oder meinetwegen Logik der Argumentation. Oder ist das eine Form von neutraler Standpunkt? Oder kann ich das irgendwie anders überprüfen? Und also das ist, glaube ich, was zukünftig ein Potenzial auf jeden Fall beinhaltet. Die Frage ist natürlich, wie man einerseits Lehrer dafür gewinnen kann und genau, wie man auch den Zugang zu Wikimedia als Verein vielleicht irgendwie erweitern kann. Es gibt ja so ein paar Projekte auch von der Wikimedia selber, oder? Also die jungen Wikipedianer oder so ähnlich hieß, glaube ich, mal so ein Projekt. Das gibt's immer noch, ja. Das gibt's immer noch, genau. Ist auch keine Hardware. 18 ist, fliegt raus. Echt, ja? Ja, man muss unter 18 sein, um da betreut zu werden. Ah. Ich glaube, die müssen, also die zwei, mit denen ich gesprochen habe, waren recht traurig so darüber, hatte ich den Eindruck. Ja, nee, da hab dich unterbrochen, Entschuldigung. Ja, also das finde ich eigentlich ganz, ganz spannende Projekte, also weil da habe ich mir dann auch drüber Gedanken gemacht, wie kriegt man das eigentlich, also wenn OER-Material jetzt zukünftig mehr in Schulen ankommen soll oder zumindest von dem Strategiepapier, das so empfohlen wird, wäre die Frage, wie kriegt man jetzt eigentlich Leute dafür begeistert, sich eben mit so Wikimedia-Projekten stärker auseinanderzusetzen. Und also vor dem Hintergrund dieser Erfahrung des gestrigen Gespräches, wo die Schule sagt, na, lass uns das einfach verbieten, dann haben wir den Stress nicht mehr, so meine Lesart, da dachte ich schon wieder, oh Gott, das wird alles eh nix. Genau, und das ist vielleicht noch rückblickend auf den Podcast mir auch aufgefallen. Ich habe, glaube ich, ein wenig zu sehr die pessimistischen Sachen formuliert oder die Negativerfahrungen und weniger die Chancen betont. Das fiel mir dann so auf. Also man hätte den Eindruck gewinnen können, genau, da kommt gar nichts bei rum oder so. Was aber gar nicht meine Intention war, das so darzustellen. Ja, schon klar. Das so rückblickend vielleicht noch. Aber das sind die emotionaleren Momente, wenn was nicht klappt, glaube ich. Ja, und man, also wenn man selber diese Lehrveranstaltung macht, fragt man ja dann auch, ob das vielleicht an einem selbst gelegen hat. Und genau, vielleicht ist deshalb auch, bin ich noch nicht so ganz abgeschlossen mit der Aufarbeitung darin meiner persönlichen Erfahrung. Und das war so eine Art therapeutisches Sprechen oder so. Verstehe. Genau. So. Ja, ich hatte, also meine Manöverkritik zu dem Podcast war, dass ich, also ich wollte dich immer Richtung Wikipedia wieder drängen, so. Mhm. Und hab das dann halt, bin dann auch mal ungeduldig geworden, so. Und das hat mir im Nachhinein leid, da wollte ich nicht. Echt? War mal ungeschickt von mir. Ist dir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, aber das ist so meins. Nee, aber ansonsten fand ich es ein sehr interessantes Gespräch, weil das Thema gut drüber kam. Ich glaube, das war auch verständlich, so. Ist ja da doch ein bisschen so Wikipedia, nicht Wikipedia zentriert, sondern ringsherum. Mhm. Wo ich aber auch Feedback von anderen kriege, dass sie das interessant finden, dass ich Meta sozusagen bin, ne? Dass ich ja nicht so den zentralen Fokus auf Wikipedia habe. War das ja nett zu hören. Und ich habe genau den anderen Eindruck übrigens gehabt, als ich mir das angehört, ich dachte mir, oh Mann, Franco, du laberst und laberst und laberst und lässt ihn gar nicht so wackern, den Sebastian. Nee, und dann. Ja, es ist zwar ein Gespräch, aber es geht ja darum, den Gast immer zu hören. Ja. Ja. Aber gut, dann bin ich ja beruhigt, wenn das gar nicht so problematisch war und gut ankommt oder der Eindruck da war. Hast du noch irgendwie Feedback gekriegt? Tine hatte mir sofort geschrieben, die... Ach, Tine ist die junge Dame, die uns vermittelt hat. Ja. Genau.
dass sie das gehört hat. Und meine Chefin habe ich schon darauf angesetzt, sie hat sich bisher nur entschuldigt, dass sie es noch nicht geschafft hat, sich das anzuhören. Und ein Kollege meinte tatsächlich, dass ich zum ersten Mal verstanden habe, was ich da eigentlich tue. Das ist ja großartig. Ich meine, da hat es doch gelohnt. Ja. Da dachte ich mir auch, okay, dann muss es erst jemand von außen geben, der mich befragt, damit du verstehst, was ich eigentlich tue. Auch nicht schlecht. Aber gut. Aber das war ganz nett. Also ich glaube, ich habe jetzt nochmal auch mal eine andere Möglichkeit erkannt, jetzt scheinbar über das Projekt zu berichten und es anderen Leuten zu vermitteln, worum es mir geht und was ich da versuche rauszuarbeiten. Also die Erfahrung fand ich super. Das hat mir auf unterschiedlichen Ebenen sehr geholfen, offensichtlich. Hörst du denn so Podcasts? Also ich habe den Soziopod kenne ich, da den habe ich so zur Hälfte durch die Sachen, die ich spannend finde, bedingt durch Tine, die so, uns sozusagen vermittelt hat. Den kenne ich auch, also eher die Gesprächsform. Tines Podcast ist der Kulturkapital-Podcast. Kulturkapital, genau. Das werde ich alles noch in den Shownotes verlinken. Und was wir hier auch mal, also als Tine hier bei uns gearbeitet hat, die ist mittlerweile in Köln, hatte sie dann auch ein paar andere Menschen angesteckt, was Podcasts so können und was man damit so machen kann. Und es gibt noch einen anderen Podcast, den finde ich auch ganz interessant. Da berichtet Thomas Stamberger über Mensch, Technik, Bildung. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so in der Reihenfolge gemacht hat. Bei dem geht es unter anderem darum, wie sich über Technologien, die Menschen benutzen, um sich selbst zu verbessern, man in Anführungszeichen, also so die Human Enhancement Debatte, thematisiert er da. Das ist eine etwas andere Art als der Soziopod oder Tines Podcast oder auch dein Podcast, weil es da weniger dialogisch ist, sondern mehr ein Monolog wird sozusagen gehalten und das wird mal so ein bisschen die Welt erklärt, aber in einem sehr verständlichen, aus meiner Sicht, Art und Weise. Und genau, das sind die Podcasts, die ich häufiger höre. Ich ich spiele so Augmented Reality Sachen so ein bisschen, also Ingress und Pokémon Go, da bin ich irgendwie viel draußen und wenn ich dann spazieren gehe, dann ist es in der Regel die Zeit, wo ich Podcasts höre. Aber, also da geht, glaube ich, noch mehr. Also das ist auch mein begrenztes Spektrum an Podcasts, die ich so kenne oder so intensiver wahrgenommen habe. Das ist ein Podcast, da geht's um Medien an der Schule. Und da wird gibt es eine Folge, wo darüber gesprochen wird, wie an einer Schule eben OER verwendet wird. Tatsächlich. Und da funktioniert es, weil die Schüler immer vor der Wahl stehen, vom vorherigen Jahrgang die Sachen zu übernehmen, komplett oder bearbeitet. Und die bearbeiten das meist. Und dadurch lernen sie es wieder. Ja. Da fällt wirklich der Satz, da hat OER wirklich funktioniert. Ja. Das heißt pb21.de, der Podcast. Und die letzte Folge 59 ist selbstorganisiertes Lernen an der digitalen Schule. Und die Folge davor Lernbegleiter in der digitalen Schule. Das sind die, den Podcast kann ich sehr empfehlen. Ja, das, also wenn man solche Erfahrungen auch mal teilen kann, das ist super, weil häufig habe ich, also das ist so ein bisschen das, was ich letztes Mal schon erzählt habe, die aktuellen Lehramtsstudierenden haben natürlich 13 Jahre Schulerfahrung, aber vor allem ihre Schulerfahrung. Und mitunter können die sich gar nicht vorstellen, was es sozusagen gibt. Das hilft immer total, wenn es allein einen in dem Seminar gibt von den 50 Leuten, der mal sagen kann, hey, bei uns sind Medien kein Problem, das geht auch alles und die Schüler sind nicht permanent abgelenkt und machen nicht permanent Quatsch. Da sind so Berichte total hilfreich. Das kann ich vermutlich auch direkt in meinen Seminaren mal als Beispiele zeigen, dass das möglich ist. Ja, weil also die Wikimedia Deutschland hat sich ja in den letzten Jahren sehr auf OER geworfen, hat da viel investiert an Zeit und mit Mitarbeitern, um das voranzubringen. Jetzt wurde mal so ein Fazit gezogen und das war, dass es sehr gut gelungen ist, Leute da zusammenzubringen, die sowieso schon an OER interessiert sind. Denen hat das sehr geholfen, so, es haben Konferenzen stattgefunden und Austausche und ist eine Broschüre entstanden. Was nicht so geklappt hat, ist, dass es irgendwie zugenommen hätte an OER-Material und dass, ich glaube auch nicht, dass es funktioniert hat, das weiß ich jetzt nicht so sicher, viel mehr Leute zu erreichen, die
das eben noch nicht so auf dem Schirm haben oder nicht so bereit sind. Das ist auch sicher ein längerfristiger Prozess, den jetzt eine Organisation auch nicht holterdiepolter herbeiführen kann. Genau, da sind viele dran und viele auch dran am Verzweifeln, glaube ich, manchmal. Aber genau, wenn das weitergeht, ist das natürlich super. Was ist denn der Vorteil von offenen Lernmaterialien? Was bringt das denn denen? Wem bringt das was? Kannst du das so kurz sagen? Das ist schwierig. Also ein Argument, was gerne verwendet wird, im Sinne von, man muss sich keine teuren Bücher mehr kaufen, weil die jetzt alle frei sind. Das ist sozusagen das freie Kostenargument. Die Kosten sind trotzdem da. Also man hat ein bisschen weniger Lizenzkosten, aber man muss ja doch das irgendwie ausdrucken und so. Ja, genau. Also ich sag nur, was so gerne verwendet wird. Die andere Hoffnung ist natürlich, wenn das alles frei und überall verfügbar ist und nicht mehr in bestimmten Regalen steht, wo man erstmal hingehen muss, dann hat man sozusagen auch eine zeitliche Flexibilität und eine örtliche Flexibilität. Ich habe permanent Zugriff drauf. Also so klassische E-Learning-Argumente kommen häufig im Kontext von dem OER. Genau, und damit geht dann so manchmal die Hoffnung einher, damit wird alles besser. Und warum jetzt auch immer, das ist so nochmal dahingestellt. Und was eine Hoffnung auch natürlich ist, ist irgendwie, dass mehr Kollaboration oder Kooperation darüber entsteht, dass man selber OER erstellt. Also es gibt zum Beispiel, darf ich auch keinen Mist erzählen. EduTags ist eine Plattform, die vom deutschen Bildungsserver oder ein Projekt vom deutschen Bildungsserver, wo es nur darum geht, quasi die Materialien, die sonst ein Lehrer häufig für sich alleine erstellt, und das sind dann seine Materialien, als so eine Einzelkämpferlogik, über OER, also wenn man sie als offene Lernmaterialien anderen zur Verfügung stellt, eben die Möglichkeit bieten, sich anzuschauen, was machen eigentlich andere Lehrer, wie funktioniert das, was ist sozusagen sein Ziel, wie setzt er das um, und man kann bestimmte Erfahrungen sammeln. Und EduTex versucht quasi, diese unterschiedlichen Materialien, die erstellt werden, zu verschlagworten, sodass man auch andere Sachen finden kann. Also man stellt einerseits Studierenden Sachen zur Verfügung, damit die aus unterschiedlichen Materialien auswählen kann, was ihnen sozusagen den besseren Lernzugang eröffnen kann. Also es ist ja nicht nur, weil ein Buch über Mathe geschrieben worden ist, dass das perfekte Buch für alle ist, weil die Sprache mitunter sich unterscheidet. Und wenn man verschiedene Materialien hat, eröffnet das andere Lernzugänge, das wäre auch noch so ein Argument. Und eben für Lehrer kann das tatsächlich bereichernd sein, andere Unterrichtskonzepte zu sehen, man kann sich austauschen und man ist nicht mehr der Einzelkämpfer, der jetzt in seiner spezifischen Schule an diesem einen Unterrichtsfach genau das vermittelt, sondern man kann sich eben austauschen. Und EduText, genau, deshalb bin ich drauf gekommen, bietet sozusagen die Möglichkeit, sich da untereinander zu vernetzen, Sachen von anderen zu finden und so weiter. Also EduText in dem Kontext ist ein ganz spannendes Projekt, um Materialien zu finden, und die Hoffnung, die mit OER einhergehen, sind eben auf ganz unterschiedlicher Ebene. Von so naiven fast Technik, die mit deterministischen Vorstellungen, wenn wir das alles frei zur Verfügung stellen und nicht mehr kommerziell, dann wird die Welt dadurch einfach besser. Bis eben so, wenn Menschen selber an Materialien mitarbeiten und das unter offenen Lizenzen zur Verfügung stellen, dann lernen die dadurch was, dass sie selber daran mitmachen. Es entsteht mehr Kollaboration unter den Menschen, was als produktiv sozusagen gewertet wird. Genau, und das so als so ein paar Schlaglichter jetzt, warum OER irgendwie relevant ist. Aber genau, es gibt genauso viele pessimistische Gegenstimmen, oder es gibt ein paar pessimistische Gegenstimmen, die eben sagen, nur davon, dass wir, wie du eben sagst, Material Leuten zur Verfügung stellen, heißt das noch lange nicht, dass die jetzt damit irgendwie besser, anders oder effektiver oder in irgendeiner Form toller lernen jetzt. Ich habe neulich erst gehört, da ging es irgendwie im Schulwesen in Berlin, da wurde wieder das Bild bemüht, dass man jetzt aufräumen müsse und diese Tafeln und Klassenräume, die von Kreidestaub durchweht sind, abschaffen.
So, ne? Und dann fällt mir auch ein, dass man immer mal wieder sagt, wir wollen jetzt innovativ das machen. Es kann auch innovativ sein, mit einem Bleistift um einen Zettel zu arbeiten, ne? Wenn das irgendwas durchbricht bei den Schülern, wenn man damit irgendwas erreicht. Und wenn man Kreidetafeln hat und die auswechselt mit einer, so einer, wie heißt das, Smartboard, interaktive Wandtafel und die dann aber genauso benutzt wie eine Kreidetafel, ist überhaupt nichts gewonnen. Im Gegenteil, man verliert noch, weil das in einer Anschaffung und Betrieb deutlich teurer ist. Ja. Also man muss dann die neuen Möglichkeiten eben nutzen, darum geht's. Und dazu müssen die Lehrer gebildet werden und das machst du ja und das finde ich großartig. Genau, das ist meine Hoffnung und das, was du beschreibst, das ist, das hat eine mal genannt als Zirkel von Hype, Hoffnung und Enttäuschung oder Hype, Hope and Disappointment. Also wir haben immer wieder, wenn bestimmte Bildungstechnologien kommen, die Vorstellung, damit machen wir lüften wir sozusagen oder bringen neuen Wind in und neue Luft sozusagen in eine Bildungsinstitution, die scheinbar verstaubt erscheint und am Anfang haben alle, also ist das in der Regel so ein Stück weit gehypt, sieht man dann auch an vielen Beiträgen, in Funk und Fernsehen, wenn man so will, und dann entsteht da eben häufig die Hoffnung, es würde jetzt alles einfach besser werden, ganz einfach, weil wir so eine Technologie haben und in der Regel sind die Leute dann enttäuscht, dass es eben dann noch nicht so einfach geht. Und dann kommt aber in der Regel schon die neue Technologie, womit man sich gar nicht dann mehr so sehr über die eine Enttäuschung auseinandersetzen muss und ernsthaft darüber nachdenken muss, warum das jetzt nicht funktioniert hat, sondern man hat schon wieder das neue Tool, was jetzt hilft. Und genau, das hatten wir mit interaktiven Tafeln, Tablets sind hoch im Kommen, OER sind im Moment ein Trend, MOOCs waren davor der Trend oder sind, glaube ich, immer noch. Also Trends haben wir relativ viele im Bildungskontext tatsächlich. So. Ja, die haben manchmal eine Ernüchterung, ich will gar nicht so viel über die Ernüchterung reden. Genau, hatten wir uns ja vorgenommen. Genau, also OER glaube ich, aber wirklich, wenn man da konsequent dran bleibt, bietet das verschiedene Möglichkeiten, Schule ein Stück weit fairer und Chancengleichheiter oder gerechter sozusagen zu gestalten. Okay. Ja, dann nochmal mein Angebot, wenn du was für deine Arbeit brauchst, irgendwelche dann Daten oder Kontakte, dann stelle ich dir das gern her. Super. Und auch nochmal die Einladung zum zur Wikidach, zum Barcamp rund um Wikipedia, 17. bis 19. November in Mannheim. In den Räumen der Universität im Schloss Mannheim findet das statt. Da ist auch davor, in den Tagen davor, ein Kolloquium organisiert von Eva Gredel, von der Frau, die hat ja auch einen Podcast hier, die eine Linguistin, die zu Computerlinguistik macht die, ne? Ja, die hat jetzt auch ein Forschungsprojekt, glaube ich, 3 oder 4 Jahre hat sie Geld gekriegt, um Kommunikation in der Wikipedia zu erforschen, also super interessant. Und ja, steht jedem offen. Wir kaspern gerade aus, ob wir irgendwie 10 Euro Eintritt nehmen, damit auch alle kommen, die sich anmelden. Können aber ansonsten für Essen und Trinken ist gesorgt. Man kann auch über Wikimedia Deutschland, Schweiz oder Österreich Stipendien beantragen, um Anreise und Unterkunft bezahlen zu lassen. Ja, das wird eine tolle Zeit. Cool. Und im November 17. bis 19. hattest du gesagt? Genau. Freitag bis Samstag. Bis Sonntag. Und Mannheim. In Mannheim, genau. Notiert. Mannheim, weil ich habe auf der ICE-Karte Deutschlands nachgeschaut und Mannheim ist einer der am besten erreichbaren Orte. Mannheim liegt ja sogar sehr in der Nähe für mich, das ist ja optimal. Ja, das ist ja noch, du bist quasi zwischen Frankfurt und Mannheim. Und für Frankfurter ist Mannheim auch schon irgendwie so vor Ort. Ja. Nur eine Stunde Fahrt oder so. Das stimmt. Super, cool. Okay, dann einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao. In der Episode 47 hatte ich dann Martin Rultsch vor dem Mikrofon. Wir hatten uns in den Räumen von Wikimedia Deutschland getroffen und der ist gerade 30 geworden und ist schon ein alter Hase in Wikipedia Sachen. Der hat schon so viel gemacht. Der ist Steward, das ist so das höchste Amt, freiwillige Amt, was man in der Wikipedia haben kann. Ist sehr verantwortungsvoll. Ist, nachdem er sein Studium abgeschlossen hat, jetzt wie nennt sich das, Community Manager oder sowas bei Wikimedia Deutschland und hat ist hochintelligent, weiß sehr viel, kann tote Sprachen sprechen und er hat so einiges zu erzählen. Und bei ihm war es so viel, dass wir uns dann entschieden haben nach einer Stunde, dass jetzt für heute gut ist und dass wir nochmal eine zweite Stunde machen. Ja, also Martin, auf den könnt ihr euch freuen.
Dann nächste Folge 48, Carsten Hoffmeier. Den hatte ich kennengelernt in Passau bei den Stadtwiki-Tagen. Der hostet MediaWiki für Privatpersonen und Firmen. Die passt ja auch so für die an. Und ja, da hatten wir etliche interessante Themen, vom Lieblingskaktus so und auch wie man, warum hört man auf in der Wikipedia und dann auch über die Software natürlich, weil er damit zu tun hat und er übersetzt viel oder hat viel übersetzt für MediaWiki. Das war auch ein interessanter Einblick und ja, hörenswerte Folge. Folge 49 mit Steve K. Da ging es viel um lokale Themen, den Briloner Schnadezug beispielsweise. Mein Gott, was es alles gibt, aber beneide immer Städte, die so Traditionen haben oder Orte. Und ja, ging auch um Züge, Automatisierungstechnik im Bahnbetrieb, viel um Flüsse in der Wikipedia, wie man sich da verstreiten kann um Flüsse. Na, und das auch um Mannheim ging es so. Ich weiß, wusste bisher nicht so viel von Mannheim, durch ihn habe ich jetzt noch ein bisschen was erfahren. Ja, und ja, das war 49, jetzt kommt die 50. Aber ich habe noch ein Gespräch hier, und zwar am letzten Wochenende war die AdminCon in Salzburg, wo ich war ja im Schiedsgericht 3 Wochen und will mich auch wieder aufstellen. Und wollte die AdminCon deswegen jetzt nicht verpassen. Da haben sich die Administratoren aus der deutschsprachigen Wikipedia getroffen und dort war auch Gerion Kalkuhl. Und der hat mir erzählt, dass er auf einer afrikanischen Wikipedia-Konferenz war. Ich meine, das war in Nigeria gewesen. Und dort hat er ein Wikipedia-Radio kennengelernt. Die senden immer mittwochs. Er sagt es 1945, glaube ich, auf Englisch, 1945 mitteleuropäischer Zeit. So, das heißt, man kann sich das auch hören. Es ist ein Internetradio. Man kann sich das also durchstreamen. Und die haben so schon interessante Themen gebracht. Das ist jetzt zwar kein Podcast, aber immerhin doch ein anderes Soundformat. Und wenn die das irgendwo ablegen und speichern, ich glaube, die wollen es auch nach Comments hochladen, wäre das so eine Podcast-Alternative, die das jetzt nicht auf Deutsch hören wollen, sondern auf Englisch. Ich freue mich, wenn da so international was passiert. Ich selber habe auch vor, zur Wikimania zu fahren. Vielleicht kommen die aus Nigeria da auch hin und ich werde auf der Wikimania über Podcasten sprechen, um ja andere zu animieren und sicher auch wieder ein paar Interviews zu führen. Jetzt erstmal noch das Gespräch mit Gerion. Hallo Gerion, du bist nicht unter den letzten 25, die im Podcast zu Gast waren. Du warst einer der frühen Gäste, aber du hast mir was sehr Interessantes erzählt. Ja, hallo Sebastian. Erstmal möchte ich herzlich gratulieren zum 50. Podcast. Das Danke. Ist keine Selbstverständlichkeit und einen großen Applaus wert. Hier Applaus einfügen. Genau. Wikipedia kennt man ja vom Lesen her. Man kennt auch vielleicht deinen Podcast. Was viele noch nicht wissen, ist, dass es Wikipedia auch im Radio gibt. Mhm. Das gab es schon mal ganz früher. Wie wir uns erinnern, war die allererste Wikimania im Jahr 2005. Wikimania ist ja die Veranstaltung für alle Wikipedianer auf der Welt, um sich zu treffen. Die war in Frankfurt am Main und da gab es eine Radioübertragung der Wikimania. Mhm. Schon 2005. Das war ein Radiokonzept, das hieß Free Matrix. Und dort konnten Vorschläge sozusagen im freien Radio live von der Wikimania angehört werden. War zum Beispiel der Vortrag von Daniel Kinzler, Mining the Wiki. Ach, und der ist richtig über den Äther gegangen. Der ist wohl richtig über den Äther gegangen. Das war kein Internetradio, sondern richtig, also freies Radio ohne Frequenz. Da bin ich mir nicht so sicher. Ach so. Du warst da. Ich war dort, aber ich weiß nichts von diesem Radio. Genau. Dann gab es noch den Vortrag von Jakob Voss, Metadata with Personendaten and Beyond. Mhm. Wurde auch dann live, kam übers Radio. Jetzt seit Anfang des Jahres gibt es eine neue Radiostation, die auch ein Wikipedia-Radio hat. Mhm. Und zwar ist das in Nigeria, ein westafrikanischer Staat.
Da gibt es eine Wikimedia User Group Nigeria und die arbeitet zusammen mit dem Internetradio Blackface Radio. Mhm. Die sind ziemlich professionell, haben ein professionell ausgestattetes Studio in der Stadt Lagos. Die haben sowohl einen Radiostream als auch einen Fernsehstream. Und an jedem Mittwoch, also jede Woche mittwochs um 19.45 Uhr, gibt es jetzt eine einstündige Radiosendung über Wikipedia. Auf Englisch. Auf Englisch, die haben die gleiche Zeitzone wie Deutschland. Kann man dann einschalten. Also kann man aber, also nicht von Deutschland aus. In Deutschland müsste wahrscheinlich streamen das übers Internet, oder? Das ist ein Internetstream. Ach, ein Internetstream. Ah, okay. Genau. Und die Präsentatoren, das sind drei Wikipedianer aus dieser User Group Nigeria. Und die machen das jetzt schon seit dem 11. Januar 2017. Mhm. Die ersten beiden Sendungen, die waren über das Projekt Wiki Loves Women, was ein Projekt ist, in dem in sehr vielen Ländern Artikel über Frauen, über berühmte Frauen geschrieben werden, wo Frauenartikel noch sehr, sehr unterpräsentiert sind. Mhm. Die dritte Sendung war über Raphael Bergi aus Ghana. Der war zum Beispiel jetzt einer der Hauptveranstalter der Wiki Indaba. Wiki Indaba ist eine Konferenz ähnlich wie die Wikimania, nur für den afrikanischen Kontinent. Also sowas wie die Wikicon, die jetzt nur für deutschsprachigen Raum ist. Wiki Indaba für den afrikanischen Kontinent und dann ganz Afrika oder nur hinter der Sahara? Oder so? Nee, für ganz Afrika. Ganz Afrika. Also einschließlich Algerien bis Südafrika. Genau, da waren Teilnehmer aus Tunesien, Algerien, Marokko, aber auch aus Südafrika, Namibia, Kenia. Uganda. War der Peter Dings? Peter Gallert aus Namibia Gallert war auch da. Den bewundere ich sehr, ja. Genau. Und Afrika hat natürlich spezifisch afrikanische Probleme, was das Bearbeiten von Wikipedia betrifft. Mhm. Da gibt es in vielen Gebieten so gut wie keine Community, also kaum aktive Freiwillige, was verschiedene Gründe hat. Dann haben die das Problem, dass Internet auch nicht überall so wie hier zur Verfügung steht und so weiter. Es war eine sehr interessante Konferenz mit vielen interessanten Vorträgen. Und Raphael war einer der Hauptinitiatoren und über den gab es dann die dritte Radiosendung, das ist ein einstündiges Interview. Die vierte war mit einem deutschen Wikipedianer und einer Aktivistin gegen Kindesmissbrauch aus Nigeria. Mhm. Welcher deutsche Wikipedianer war das? Das war ich. Ach so. Ach, du warst anlässlich der Konferenz dort? Und Nein. Das ging über Skype dann. Ah ja. Wurde ich interviewt von Shola, das ist ein Wikipedianer aus Nigeria. Mhm. Der hat mich interviewt zu Wikipedia für Neulinge. Mhm. Was Neulinge machen müssen, um bei Wikipedia mitzuarbeiten. Da habe ich dann einiges zu erzählt. Die fünfte Sendung lief auch schon, die war mit Florence aus Frankreich, Benutzerin Enter. Die hat Wiki Afrika mitinitiiert. Wiki Afrika ist auch eine Organisation, die sich um Wikipedia-Projekte in Afrika kümmert, wie Wikimedia-in-Residence-Projekte, Projekte mit Museen, arbeiten sehr stark mit dem Goethe-Institut zusammen. Sind das die einzigen beiden Fälle, die ich kenne von Wikipedia im Radio? Gibt auch sowas wie Wikiradio. Das sind aber, glaube ich, nur gesprochene Wikipedia-Artikel, die dann so podcastmäßig gestreamt werden können, genau. Oder? Weißt du da mehr drüber? Ja, weiß ich ein bisschen was drüber. Da gibt es eine Seite auf dem, das heißt ja nicht mehr Toolserver, sondern Wikimedia Labs. Mhm. Und da gibt es eine Seite, wo man eben Sounddateien, die auf Commons liegen, in eine Reihenfolge bringen kann und das wird dann abgespielt. Immer wenn einer anfängt, diesen Stream zu hören, läuft der los. Dann können sich andere dazuschalten, die hören dann mit, die hören das Gleiche. Wenn keiner mehr hört, bleibt er stehen, sozusagen. Komisches System. Habe ich ein bisschen vernachlässigt, da hatte ich hier den Podcast auch mit eingepflegt, aber auf jeden Fall kann man da gesprochene Wikipedia hören in verschiedenen Sprachen und es gibt, glaube ich, auch jemand hat einen Music-Stream angelegt. Genau, sonst gibt's ja ab und zu mal, dass Wikipedianer im Radio interviewt wurden. Ich wurde zum Beispiel zu 15 Jahre Wikipedia von, ich glaube, Ostseeradio, wurde ich dann live zugeschaltet.
aber eine regelmäßige Radiosendung über Wikipedia im Radio gibt's nicht. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Die vor gibt's, allem nicht auf Deutsch. Die gibt es jetzt in Nigeria. Gibt's in Nigeria, genau. Genau, aber noch nicht in Deutsch. Vielleicht kann man ja die Deutsche Welle oder den Deutschlandfunk oder Hit FM, wen auch immer, könnte man dafür begeistern, sowas mal zu machen. Gibt ja auch kulturelle Radiostationen. Müsste sich nur ein Wikipedianer oder eine Wikipedianerin finden, die das in die Hand nehmen. Eine andere Idee wäre hier, diesen Podcast so zusammen zu schneiden, dass er auf eine Sekunde genau und eine Stunde rauskommt. Und dann könnte man auch einen Radiosender finden, freie Radios oder auch sowas wie Detektor FM. Mit denen habe ich auch schon mal gesprochen. Oder auch Deutschlandradio, die waren eigentlich ganz aufgeschlossen, das dann irgendwann nachts wegzusenden. Genau. Ja, aber die Arbeit ist mir dann zu viel. Also ich bin mit den Interviews beschäftigt und vielleicht findet sich ja jemand, die Dateien liegen alle auf Commons und ich habe die auch im Rohformat bei mir zu Hause auf der Festplatte. Wenn sich jemand findet, kann er das gerne machen. Das ist ja eigentlich das Schöne an Wikipedia und der ganzen Wikimedia-Community, dass sich immer Helfer finden, die was können und einen dann unterstützen. Mir kommen da auch schon ein paar Namen im Kopf und jeder, der das hört, kann sich aufgerufen fühlen, den Sebastian dabei zu unterstützen, die vorhandenen Formate in ein Zeitformat zu bringen, die dann auch verarbeitbar ist. Na, das wäre doch sollte nicht zu schwer sein. Schönes Geschenk zur 50. Episode. Genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ich hier über Wikipedia Radio sprechen konnte und wünsche dir noch viel Erfolg für die nächsten 50 Folgen. Vielen Dank. Tschüss. Danke, tschüss. Das war's für heute. 50. Folge ist gleich zu Ende. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Danke, dass ihr überhaupt Podcast hört. Erzählt anderen, wie das geht mit dem Podcast hören, dass man das im Zug, im Auto, in der Straßenbahn, im Bus, im Flugzeug hören kann. Nicht auf dem Fahrrad. Verkehrssicherheit geht vor. Man kann es auch natürlich auch am Laptop hören oder mit Apple TV im Fernsehen oder wie auch immer. Und dann Wiki-Stammtisch. Große Bandbreite. Man erfährt viel über Wikipedia. Mir macht es noch riesen Spaß. Und 75 Folgen werden es auf jeden Fall. Tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.